Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 7. Die Weisheit ist höher als der Himmel. Was willst du tun? Hiob, Kapitel 11, Vers 8. Irene war zu dem Schluss gekommen, dass die Schar, die Hiob in die ewige Stadt eskortiert hatte, ihr sicherlich am ehesten Auskunft über seinen Verbleib geben konnte. Dieser also galt es zu finden. Da sie sich alles andere als sicher war, wo sie mit ihrer Suche beginnen sollte, stieg sie zunächst die drei Stockwerke wieder hinab in den Vorhof der Mäßigung. Das Novizenmädchen, das ihr und der Rotte so freundlich den Weg in ihr Quartier gewiesen hatte, traf sie zwar nicht mehr an, dafür aber machte sie dort die Bekanntschaft von Bruder Zacharias. Dieser schon ältere, füllige Monarch, der weitsichtig war und deshalb eine runde Brille mit Drahtgestell abenteuerlich auf seiner fleischigen Nase balancierte, sah die offenbar etwas orientierungslose Beutereiterin auf den Hof treten und begab sich rasch zu ihr, um ihr weiterzuhelfen. »Du siehst aus, als suchtest du etwas. Kann ich vielleicht behilflich sein?« fragte er lächelnd. »Ja, gewiss. Das heißt, ich hoffe doch, dass du das kannst. Mein Name ist Irene und ich bin Beutereiterin. Ja, das sehe ich.« Fiel ihr der kleine, rundliche Mann in der Tracht der Michaelis-Monarchen ins Wort. »Genau«, griff Irene dankbar den Faden auf. »Meine Rotte und ich, wir lagern das erste Mal in einem Himmel. Und nun haben wir gehört, eine Engelsschar, mit der wir vor Monaten einmal fern von hier zu tun hatten, sei zur Zeit durch Zufall ebenfalls hier im Himmel. Tja, da habe ich mich gefragt, ob es wohl möglich sei, mit diesem Boten des Herrn zu sprechen. Weißt du, ihre Raphaelitin hat damals einen der unseren das Leben gerettet. Und da wollten wir uns noch einmal bedanken.« Sie blickte den Monarchen vorsichtig an, um abzuschätzen, ob er ihre aus dem Stegreif zusammengesponnene Geschichte glaubte. Doch er wirkte völlig arglos. »Ich verstehe. Ich bin übrigens Bruder Zacharias und ich tue Dienst als Ostiarius. Das bedeutet, ich bin einer der Brüder und Schwestern, die an den Portalen des Himmels die Aufsicht haben. Eine wichtige Aufgabe, denn schließlich...« Zacharias fing Irenes Blick auf und fuhr fort. »Aber ich schweife ab. Nun weißt du, es ist nicht leicht, den Überblick in so einem Himmel zu behalten. Ein ständiges Kommen und Gehen, ja, ja. Und wenn man keine Flügel hat, sind die Wege der Himmelsboten ja noch schwerer im Auge zu behalten. Ich entnehme deinen Worten, dass die Schar, die du suchst, nicht fest hier in Roma Aeterna stationiert ist. Nein, nein, die macht hier nur Stationen, genau wie wir. Ist das denn von Belang? Ach, ich vergaß. Du warst ja noch nie in einem Himmel, sagtest du. Und ob das von Belang ist? Davon hängt nämlich ab, ob sich die Zeller, die man ihnen zugewiesen hat, in den Stockwerken der Gäste oder bei den hiesigen Engeln befindet. Das ist nach Stockwerken gegliedert, musst du wissen. Aber alle Zeller der Engel, ob hier stationiert oder nur Gast, befinden sich dort oben. Er wies mit einem fleischigen Zeigefinger steil in den bleigrauen Abendhimmel, direkt unter der großen Flugplattform. »So weit oben?« entfuhr es der überraschten Irene. »Aber ja, die 12 Stockwerke unmittelbar unter der Flugplattform, dort wo sich jetzt die Wolkendecke ausbreitet, sind den hiesigen Engeln vorbehalten. Und darunter gibt es eine Etage nur mit Gästezelle für Boten des Herrn von auswärts. Aber Näheres kann ich dir dazu nicht sagen. So weit oben war ich noch nie. Und ich bin nicht sicher, ob man dich da oben ohne weiteres hinlassen wird.« Fragst dich durch und redest dann einmal mit dem Kanonikus des Gästestockwerks. Das ist eine Art Vorsteher und er sollte Bescheid wissen, wer sich mit den ihm unterstehenden Räumlichkeiten aufhält. Ich danke dir, Bruder Zacharias. Du warst zu freundlich. Der Herr mit dir. Mit einem raschen Nicken und einer angedeuteten Verbeugung zog Irene sich aus dem Vorhof wieder zurück ins Innere des Himmels. Verwirrter als zuvor. Die Stockwerke, die Zacharias ihr gewiesen hatte, lagen mehr als einen Kilometer über ihr. Noch hatte Irene keine Vorstellung, wie sie dort hinauf gelangen sollte.
Nur eines wusste sie gewiss. Sie würde nicht aufgeben. Fast 5 Stunden irrte Irene durch den Himmel, und es war beinahe Mitternacht, als sie schließlich im Stockwerk der Gäste anlangte. In der Zwischenzeit hatte sie sich im Erdgeschoss bis zur Herzleitung durchgefragt, war von einem hilfsbereiten, aber nicht umfassend genug informierten Monarchen zum nächsten weitergereicht worden und hatte ihre für Zacharias erfundene Geschichte so oft erzählt, dass es ihr mittlerweile tatsächlich fast vorkam, als wollte sie Ariel Schar nicht nach dem Verbleib Hiobs fragen, sondern ihre Raphaelitin einen Dankesbesuch abstatten. Vollkommen verblüfft hatte sie vor der ihr endlos hoch erscheinenden Herzleitung gestanden. Unzählige Stiegen mit Muskelkraft betriebene Aufzugkabinen und Leitern schraubten sich hier im Herzen des Michaelitenhimmels in luftige Höhen. Irene hatte sich auf den Aufstieg gemacht, zunächst in Begleitung einer auskunftsfreudigen Begine, die sich ihr als eine Art Fremdenführerin zur Verfügung stellte. Und als diese nicht mehr weiter wusste, auf eigene Faust. Sie vermochte nicht zu sagen, wie oft sie sich währenddessen nach dem Weg erkundigt hatte. Denn das gigantische Gebäude mit seinen unzähligen Türen, Gängen, Treppen, Halbetagen und Verzweigungen erinnerten sie zunehmend an ein enormes Labyrinth, in dem sie Gefahr lief, sich rettungslos zu verlaufen. Aber irgendwie überwand die junge Frau aus Valencas über 1000 Höhenmeter vorbei an den Quartieren der Monarchen und Beginen an breiten Abzweigungen zu sich außen an den Himmel schmiegenden Flugplattformen und zahllosen anderen Räumlichkeiten, die ihr nichts sagten und deren Sinn sie bestenfalls erahnen konnte. Es war eine schweißtreibende Angelegenheit gewesen. Irene hatte schon sehr bald festgestellt, dass sich ihre erste Idee, nämlich einfach in einer der unteren Etagen einen der mechanischen Aufzüge zu betreten und dann ins gewünschte Stockwerk hinaufzufahren, sich so leicht nicht in die Tat umsetzen ließ. Sie hatte es aufgegeben mitzuzählen, wie oft sie von einer der schwankenden Plattformen, die je nach Größe von jeweils 2 bis 4 kräftigen Monarchen mittels mächtiger Winden und Flaschenzüge in Bewegung gehalten wurden, auf eine andere umgestiegen war. Meist geschah das nicht innerhalb der Herzleitung, weswegen sie mehrfach gezwungen war, in einem Stockwerk, dessen Verwendungszweck sie nicht kannte, auszusteigen und sich vom Strom der nach oben drängenden Menschen zum nächsten weiterführenden Aufzug tragen zu lassen. Zwischendurch hatte es mehrfach Etagen gegeben, in denen kein Aufzug hielt, sodass man auf das Treppensteigen angewiesen war. Im extremsten Fall hatte Irene einmal 5 Stockwerke in einem engen, fast provisorisch wirkenden Stiegenhaus hinter sich gebracht und war erst sicher gewesen, den richtigen Weg gefunden zu haben, als sich vor ihren Augen eine Tür zu einer Aufzugsplattform öffnete, die in die Herzleitung hineinragte. Irgendwann aber erreichte sie mit schmerzenden Beinen und außer Atem, aber in der festen Gewissheit, ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen zu sein, eine Etage, von der ein Novize mehrere Stockwerke tiefer gesagt hatte, es sei die, in der Engel untergebracht wurden, die nur als Gäste im Himmel verweilten. Da Irene für den Aufstieg so lange gebraucht hatte, war auf dem letzten Drittel ihres Weges der Strom der Menschen, die wie sie im Himmel unterwegs gewesen waren, immer dünner geworden. Doch als sie gerade die Befürchtung zu hegen begann, sie könnte auffallen, schien sie ihr Ziel erreicht zu haben. Es bedurfte nur einiger freundlicher Worte an die beiden Novizen, die diensteifrig herbeieilten, als sie zögerlich durch das Doppelportal zu dem Gästetrakt trat, und sie zogen sich rasch zurück, um den Kanonikus des Stockwerkes zu holen. Einige Minuten lang stand Irene unruhig wartend auf dem Korridor. Dann kam ihr aus einem der weiter hinten gelegenen Räume ein kahlköpfiger alter Mann entgegen, hochgewachsen und von den Jahren kaum gebeugt, der in das Habitat eines Michaelis Monarchs gewandert war. Er trat vor Irene hin und musterte sie ruhig von oben bis unten. Dann sagte er ruhig und selbstbewusst: »Ich bin Paolo, Kanonikus der Gästezelle im Himmel der Michaeliten zu Roma Aeterna. Womit kann ich dir dienlich sein, meine Tochter?« »Mein Name ist Irene und ich bin Beutereiterin aus Raphaels Land. Ich bin gekommen, um mit einer Schar der geflügelten Boten zu sprechen.« Der Kanonikus hörte aufmerksam zu, als Irene ihre Geschichte ein weiteres Mal erzählte.
Als sie geendet hatte, schwieg er einen Augenblick lang. Als sie geendet hatte, schwieg er einen Augenblick lang. Als Irene schon glaubte, er habe Zweifel an ihren Worten und ihre Gedanken wie rasend nach einem Ausweg aus dieser Situation suchten, hörte sie Paolo sagen: Ja, Ariel und ihre Schar sind meine Gäste. Ich selbst habe ihnen einen Keller in dem Trakt dort hinter mir zugewiesen. Doch derzeit kannst du sie nicht sprechen, Beutereiterin. Sie sind in einer Unterredung mit dem Prior. Irenes Miene musste ihre Enttäuschung überdeutlich wiedergespiegelt haben. Zum ersten Mal huschte die Andeutung eines Lächelns über die Züge des Kanonikus und er setzte gütig hinzu: Aber das sollte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Wenn du willst, kannst du hier auf sie warten. Es war alles nicht so rasch gegangen, wie die Engel es sich erhofft hatten. Zuerst hatten sie eine ganze Weile auf der Flugplattform gewartet, auf der sie angekommen waren. Dann hatte Kanonika Cora ihnen mitgeteilt, dass der Prior im Augenblick bedauerlicherweise keine Zeit für sie hätte. Unter der Führung einer von Cora abgestellten Novizin waren die Engel in den Trakt der Gästezelle gebracht worden, wo Kanonikus Paolo ihnen ein Quartier zugewiesen hatte. Nach der Abendandacht schließlich hatte man sie wissen lassen, der Prior sei nun in einem Raum im selben Trakt wie ihre Zelle zu einem Gespräch bereit. Sie waren dem Monarchen, der ihnen diese Botschaft übermittelt hatte, durch einige Korridore gefolgt und standen nun eng beieinander vor der ihnen bezeichneten Tür, während der junge Mann respektvoll wartete. Ariel sammelte sich einen Augenblick und klopfte dann an. »Herein«, sagte eine wohlklingende Stimme, die aber doch einen etwas kühlen Unterton hatte. Ariel warf ihrer Schar über die Schulter hinweg einen letzten Blick zu, dann drückte sie die Klinke herunter und trat ein. Die Augen der fünf Schargeschwister mussten sich zunächst einmal an das Licht gewöhnen, denn der Besprechungsraum, der keine Fenster nach draußen hatte und damit naturgemäß zunächst dunkel war, wurde von zwei honigfarbenen, armdicken und langen Kerzen in Silberleuchtern auf zwei schwarzen, runden Beistelltischen erleuchtet. Der Raum war nicht groß, er mochte 3 auf 4 Meter gemessen, und als die Engel eingetreten waren und der Monarch von draußen leise die Tür zugezogen hatte, war es ziemlich eng in dem Zimmer. Dominiert wurde der Raum von einem großen, dunklen Holzschreibtisch. Das wuchtige Möbelstück hatte Verzierungen aus noch dunklerem und fast schwarzem Holz und kunstvoll gedrehten Goldbeschlägen und war vollkommen leer. Dahinter saß der Mann, mit dem zu sprechen es die Engel schon seit ihrer Ankunft drängte. Emmaus, der Prior des Michaelitenhimmels zu Roma Aeterna, 2. Mann in der menschlichen Hierarchie des Ordens und zuständig für alle Einsätze der Himmelsboten, aus dieser Engelszitadelle heraus. Alle 5 beäugten ihn, mehr oder weniger offen, neugierig. Er war alt, geradezu uralt in ihren Augen. Und soweit man das bei einem sitzenden Mann beurteilen konnte, schmal, groß und langgliedrig. Sein Haar war trotz des hohen Alters noch voll und hellblond, durchzogen von zahlreichen Silberfäden, die im Kerzenlicht schimmerten. Und auf eine Art kurz geschnitten, dass es mehr wie eine Kappe als wie eine Kopfbehaarung wirkte. Sein Gesicht prägte eine schmale, lange Nase und aus seinem tiefblauen Augen funkelte Intelligenz, als er der Schar entgegenblickte. Er erhob sich beim Eintreten der Engel, was die Vermutung seines hohen Wuchses bestätigte und mehr von seinem sehr eleganten weißen Ornat zeigte, das sein hohes Amt verriet. »Ihr wolltet mich sprechen, Boten des Herrn. Nun, hier bin ich. Sprecht!« »Ehrwürdiger Prior, ich bin Ariel und dies ist meine Schar. Wir wurden von Abgilaum von Montsalvage nach Prag entsandt, einen durch eine Verletzung seiner Schwingen verlustig gegangenen Ragoeliten namens Kaliel zu finden. Er nennt sich jetzt Hiob. Wir hatten Befehl, ihn hierher nach Roma Aeterna vor das Konsistorium zu bringen.« Ariel hielt inne. Emmaus ließ nicht erkennen, ob er mit der von ihr angesprochenen Angelegenheit vertraut war. Nach einer kurzen Pause fragte er knapp: »Und? Habt ihr ihn gefunden?« »Das haben wir, ehrwürdiger Prior.
Doch an den Toren der Stadt wartete ein Trupp Templer auf uns und bestand darauf, unseren Gefangenen zu übernehmen, so dass wir nicht wie befohlen im Vatikan abliefern können. Und sie haben ihn zusammengeschlagen, klang Rahels leise Stimme empört dazwischen. Ariel drehte sich irritiert um. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr mir das Reden überlassen sollt. Auch Emmaus warf der Raphaelitin einen überraschten Blick zu. Die Engel rechneten mit tadelnden Worten ob ihres Ausbruchs, doch seine nächste Frage lautete nun: Was waren das für Templer? Ihre Anführerin nannte sich Mera Idolo, ehrwürdiger Prior. Sie behauptete, Amatura der Konsistorialgarde zu sein, erwiderte die Michaelitin. Dann ist ja alles in bester Ordnung, nickte der Prior. Eine kompetente Frau, ich kenne sie gut. Sie wird wissen, was mit eurem Gefangenen zu geschehen hat. Aber, platzte es aus Adoniel heraus, Daniels Linke schloss sich wie ein Stahlhammer um den Unterarm des neben ihm stehenden Gabrieliten, und Ariel wirbelte mit wütendem, flammendem Blick herum. »Ja, Gabrielit?« fragte der Prior mit honigsüßer Stimme. »Was wolltest du sagen?« Adoniel vermeinte, ein spöttisches Funkeln in den Augen des alten Klerikers gesehen zu haben. »Ich... nichts.« »Nun, das dürfte dann alles zu eurer letzten Mission sein, nicht wahr?« »Die angelitische Kirche ist sehr zufrieden mit euch. Leider sind wir so kurz vor den hohen Tagen immer sehr knapp mit Einsatzkräften, sodass ich euch nicht, wie ich es gern möchte, einige Tage Ruhe gönnen kann, um euch zu erholen und die Sehenswürdigkeiten unserer prächtigen Stadt zu bewundern. Aber ich denke, ich kann es verantworten, euch nach dem gefahrvollen, langen und zweifelslohne auch beschwerlichen Weg, der hinter euch liegt, diesmal einen Routineauftrag zu erteilen. Ihr werdet morgen zur letzten Raststation vor Roma Aeterna an der Via Pellegrina herausfliegen und einen geschätzten Gast in den Himmel eskortieren. Vielleicht hast du schon von ihm gehört, Ramelit. Es handelt sich um Wenzel von Prag, ein Monarch aus deinem Orden, der sich durch außergewöhnliche Gelehrsamkeit und große historische Sachkenntnis auszeichnet. Der Pontifex Maximus gewährt ihm eine Privataudienz, setzte Emmaus hinzu. Und er hat ihm eine Eskorte von Himmelsboten zugesichert, die ihm in den Lateran bringt. Ihr brecht nach dem Morgenmahl auf. Bis zum frühen Abend solltet ihr wieder da sein. Meldet euch beim Ostarius des Lateran und übergebt den guten Monarchen seiner Fürsorge. Emmaus trat wieder hinter seinem wuchtigen Tisch, stützte sich mit gespreizten Fingern mit beiden Händen darauf ab und setzte sich. Dann wäre das alles. Ihr könnt in eure Zeller zurückkehren. Keiner der vor ihm stehenden Himmelsboten verriet auch nur mit einer Regung seiner Miene, was sie von den soeben Gehörten hielten. Wir sind Engel des Herrn. Wir hören und gehorchen. »So geht das nicht«, flüsterte Maloriel hitzig, sobald sie ein Stück Korridor zwischen sich und das Gemach des Priors gebracht hatten. »Wir sind wochenlang mit Hiob durch halb Europa gereist. Ich fühle mich ihm fast so vertraut, als sei er Mitglied unserer Schar. Wir haben eine gewisse Verantwortung für ihn, Ariel.« »Maloriel hat recht«, flüchtete Rahel ihm bei. »Du hast selbst gesehen, wie brutal dieser Templer mit ihnen niedergeschlagen hat. Seit wann schlagen Menschen Engel, Ariel? Die führen nichts Gutes im Schilde.« »Was redet ihr da?«, fuhr Daniel wütend dazwischen. »Der zweithöchste Kleriker deines Ordens hat uns eine Mission zugewiesen, Ariel. Es kommt gar nicht in Frage, da auch nur einen Augenblick zu zögern. Oder was meinst du, Adoniel?« »Ich stimme Daniel zu«, brummte der Gabrielit, den immer noch peinlich war, dass er vor dem Prior so unüberlegt und vorschnell herausgeplatzt war und damit ein wenig sein Gesicht verloren hatte. Ariel eilte immer rascher den Gang entlang. »Lasst mich«, sendete sie. »Ich muss nachdenken. Wir reden später.« »Ariel«, drang Daniel auf sie ein und hielt sie an der Schulterkarre fest. »Du willst doch nicht etwa einen direkten Befehl verweigern. Was ist bloß in dich gefahren?« »Ich weiß es nicht. Lass mich los.« Die Michaelitin sah ihn mit großen Augen an.
Dann riss sie sich los, fuhr herum und erreichte mit wenigen Schritten die Tür hinter ihrer Zelle. Doch bevor sie die Gelegenheit hatte, sie aufzustoßen, konnte sie im Halbschatten des Ganges den Umriss einer der Schar durchaus vertrauten Person ausmachen. Maloriel, der zu Ariel aufgeschlossen hatte, entfuhr ein überraschtes Irene.